Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ich wollte nur was einsammeln. Schon wieder kaputt. Weißt du, langsam zweifle ich an Sindris Können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Die Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Links von dir! Hinter dir!
Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der für uns nach Jötunheim gelangen will, oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Jetzt rein. Wird schon wieder in den Berg des Todes. Linke Seite! Erst hinüber! Endlich! Ich mag die Klinge immer noch mehr als die Axt, aber... Die Axt ist schon stark, alles ist schon stark gebaut worden. Du und Mutter meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Mich für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Mann, das muss ja auch alles sein. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Ja.
Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut, ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst, weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Oh, es ist mal nicht so weit, wie ich dachte. Sad. Hey, er hat wohl diese Fackeln angezogen. Die Toten brauchen keine. Oh ja, dieser Raum. Aber wie kommen wir rauf? Selbst wenn wir den Wagen nach oben nehmen. Die nächste Plattform ging beim Kampf kaputt. Schon vergessen?